Und nochmal von vorn, einen wunderschönen guten Abend. Endlich mal wieder live heute aufgekocht auf Twitch. Diesmal mit Harris. Freut mich sehr, dass du da bist. Ich auch, auf jeden Fall. Gefühlt kenne ich dich schon ewig. Und jetzt stehen wir zusammen in meiner Küche und kochen. Und du trinkst gar keinen Alkohol mehr, ne? Nee. Wie lange jetzt? Anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre? War schwer? Nee, eigentlich nicht. Hat sich angekotzt, der Alkohol zum Schluss oder ja, was? Ja, schon ein bisschen. Es war dann einfach ein bisschen zu viel. Ja, ich kenne das. Hassliebe. Ja, es war dann einfach ein bisschen zu viel. Ich habe jetzt zwischendurch mal auf einer Hochzeit zwei Gläser Weißweinschorle und dann jetzt zu meinem Geburtstag und zum Record Release. Ja. Vier kurze, aber nur Dings, Berliner Luft. Aber das hat einfach nichts gebracht. Das kriege ich gar nicht mehr runter. Das habe ich eine Zeit lang, das erste Jahr hier in Berlin, habe ich Berliner Luft echt gebechert. Ja, ja, auch. So brauchst du ganz Zähne, putzt ganz direkt vor uns los, so ungefähr. Das hat mich ganz schnell angekratzt. Ja. Aber auch Bier so. Ich habe eine ganze Zeit lang jeden Tag so 3-5 halbe getrunken. Wow. Und habe es eigentlich gar nicht mehr gemerkt. Ja. Das regelmäßige und tägliche hat mich echt tierisch angekotzt. Ja. So, das war ein bisschen durch den Schmerz und kommen, so heißt es, war meine Ausrede, ja. Tut weh, komm, ey, muss ein bisschen betäuben und so, aber ja, geht gar nicht, Alkohol ist richtig in der Maschine, richtig tut Effekt einfach. Nee, also ich habe jetzt auch gemerkt, bei dieser Record Release Party habe ich dann halt so, immer stündlich habe ich dann gesagt, so stoße ich dann halt mit einer Gruppe an, so. Und dann auch so gesittet halt. Ja, echt nur einen kurzen halt, also eine Luft einfach, aber das war dann so am nächsten Tag dann auch schon. Also ey, warum eigentlich? Ja, ja, okay, wenn du schlechte Gewissen oder die Fragen direkt wieder einsetzt am nächsten Tag, so irgendwann kommst du dann wieder an den Punkt, wo du deinen Umgang damit gefunden hast, sodass es dich nicht nervt, sodass du dir das auch erlaubst und hinterher am nächsten Tag die Fragen gar nicht erst aufkommen, weil hey, war cool und habe ich mir genehmigt. Ja. So, da trainiere ich, in dieser Schwelle trainiere ich gerade. Also, mit Alkohol klappt das eigentlich ziemlich gut. Das war auch vorher nie mein Problem. So. Ja. Ich hatte Alkohol ist mein super Trigger gewesen. Ganz, ganz gruselig so. Mein Stiefvater hat halt viel gesoffen und überall um mich herum haben sie gesoffen. Auf Opiate hast du keinen Bock zu saufen. Ja. So, und dann bist du voll wie einfach, das geht gar nicht mehr so. Und deswegen ist eigentlich nie mein Ding. Ich habe erst mit über 30 angefangen, Bier zu trinken. Oha. Ja. Krass, ich bin 14. Ja, ich habe es probiert, so mit 12, 13, 14, aber. Aber in der Gegend haben alle Becks gesoffen, schon 0,5er Dose, das war einfach, das hat einfach dazugehört. Ja, Becks war auch meins, jahrelang. Ich trinke eigentlich nur Becks. So eine 0,5er Becks Dose, boah, das war immer so geil. Die das hat immer so nach Weed gerochen, wenn du das so aufgemacht hast. Das war so wie Weed, so erstmal nochmal dran ziehen, so praktisch so riechen. Das war immer krass. Ja, da sind wir eigentlich auch schon halbwegs beim Gesprächsthema für den Ball. So. also nicht direkt beim Beat, aber du hast konsumiert viele Jahre lang, ne? Und dementsprechend sah bestimmt noch den Essverhalten aus, oder? Bevor das Gesunde kam, wie hast du denn da gegessen? Oder bevor Sport und kein Alkohol etc. Ich würde gar nicht sagen, so krass ungesund. So. Ich habe immer gut gefrühstückt. Also kannst du frühstücken? Ja. Auch wenn du. Ja, gerade dann. Echt? Ja, gerade dann. Ach ja, cool, Alk ist nochmal was anderes. Ja, ich aber ich hatte dann auch nach so Feierabend mit Ballern und so, ich auch am nächsten Tag war dann das manchmal sogar, also wenn du richtig so weggesoffen Kater, dann meistens schon gleich zu Donke gehen oder so. Also zu Donke, ja, vielleicht das Donke, ich hatte so T-Shirt. Vielleicht rein Donke und was. Und, aber sonst immer frühstücken. Es war dann immer Rührei, Bacon, Marmeladentoast und dann damals noch ein Glas Milch. Also es war dann von Kuhmilch dann irgendwann auf Mandeln und so. Aber das war dann mein Katerfrühstück eigentlich immer. Funktioniert auch mit dem Bacon und dem Ei und so. Ja, voll. Ein bisschen Toast dazu, ein bisschen irgendwas, was war so warm ist. So. Geht halt auch noch halbwegs gut runter. Ja. Trainiere ich gerade auch so früh wie möglich schon den Tag zu essen. Ja. Also nicht erst 8 Stunden wach und dann essen, sondern 2 Stunden. Okay, ich habe mich schon ein bisschen bewegt jetzt. Wenigstens eine Scheibe Brot oder irgendwas. Kochen ist beruhigend auf jeden Fall. Das hat was, die Küche, ich habe das lange gar nicht wahrgenommen in meinem Leben, aber die Küche ist eigentlich in jeder Familie, also in einer normalen, funktionierenden Familie, ist die Küche das Herzstück. Ja.
da spielt sich das Leben eigentlich drin ab. Da trifft man sich drin, eine schöne große Wohnküche hast, das ist geil. Ja. Und dann mit deiner Familie zusammen irgendwie und schön am Meer stehen, gemütlich. Ja. Und ja, sich gemeinsam auf das Essen freuen, was man dann auch gut geplant hat und so. Ich hatte da in meinem ganzen Leben keine Ruhe für. Ich war immer ein beschissener Esser. Ja. Ich habe mir eben nebenbei irgendeinen Scheiß reingestopft, so. Aber meistens nur, weil ich gemerkt habe, okay, sonst bist du echt drüber, so, ne? Immer bis zum letzten Drücker gewartet und also völlig ungesund. Und das war jetzt eine Qual, ich bin 10 Jahre clean schon. Es war eine Qual, so mich da hinzuarbeiten. Erstmal 4 Jahre war der Kopf dran, so. Die letzten 6 Jahre mehr oder weniger der Buckel. Und ja, jetzt versuche ich halt Sport auch, wie du irgendwann hingekommen bist, versuche ich das jetzt halt auch. Und merke auch, es schlägt direkt an. Voll geil. Appetit und dies und das. Ja. Und das ist irgendwie nochmal, gefühlt nochmal was möglich. So, wir haben die letzten Jahre gedacht, so, ich bin morgens aus dem Bett gekommen und hab gedacht, Alter, mach bitte sofort wieder das Licht aus, ey. Ich will, dass mich bis morgen durchschlafen oder übermorgen. So ging gar nicht mehr, ne? Es gab mal diesen Begriff Flexitarier. Flexitarier, was ist das denn? Ja, dass du halt ab und zu mal Fleisch isst, so. Kannst du halt, gönnst du dir halt mal so, aber sonst versuche ich gönnst halt du einfach. Dir, gönnst du dir halt. Ja, so machen wir das ja jetzt tatsächlich auch. Wir gucken, dass wir einmal in der Woche Fleisch essen, ja, genau. Aber dann halt auch ein geiles Stück Fleisch, ja, irgendwie, oder wo man richtig Bock drauf hat. Ja. Und ansonsten halt so fleischlos wie möglich. Ja. Aber so auf jede Wurst zu verzichten, fällt mir im Moment auch noch schwer. Wir haben schon ein paar Alternativen gefunden. Ich mache viel mehr Salate jetzt mittlerweile. Machst du Feinheiten, geraspelte Mandel, geröstete mit einem Salat oder so Pinienkerne mit einem Salat. Irgendwie so. Und mich jetzt mal auch durch Gemüse halt durchprobieren. So. Es gibt ja viele, die du auch so einfach in Salat, die du gar nicht heiß machen musst, also nicht kochen musst, ne? Nee. Ich hab, was hab ich wohl, der Taube letztens probiert. Kann ich gar nicht, Alter. Nee? Nee, überhaupt nicht. Das hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Känguru habe ich schon probiert, Alligator habe ich schon probiert, hab Schlange habe ich schon probiert. Aber auch nur probiert? Nee, habe ich gegessen. Ja. Schlange zweimal. Da kannst du auf Joystick gehen. Ja, aber das zubereitet. So, und das sind nicht die Eier der Schlange oder der Arsch oder was weiß ich. Bei dem muss ja die ekligen Sachen. Känguru-Arschloch. Känguru-Anus. Hatten sie schon, ne? Ja, bestimmt irgend sowas hatten die. Also. Auf jeden Fall die Hoden vom Känguru. Ja, das auf jeden Fall. Und auch bestimmt auch Hängebauchschweinehoden. Kriege ich auch nicht runter. Also an der Stelle fliege ich raus. Ja. Ey, ich bin mich noch raus beim Hinflug. Australien ist für mich einfach so, nee. Wieso? Weil es so weit weg ist, oder? Das ist erstmal so und dann gibt es da einfach nur Tiere, die dich töten. Känguru haut dir auch in die Fresse. Aber die hallo, Alter, das Ding, Alter, kann richtig fighten. Nur Tiere, die dich töten. Nee, ich find's voll interessant, so, die Tierwelt da. Aber ist jetzt nicht so Zeit, da muss ich unbedingt hin. So. Ja, so der ein oder andere Punkt. Welcher? So, die haben doch diesen Tafelberg da, dieses riesige Ding, ja, diesen Boden, okay. Das ja, kann ich gerne schon einmal in echt sehen irgendwie. Das ist halt total Outback, ne? Ja. Ich denke, schätze mal, dann bist du 28 Stunden im Auto unterwegs, bis du da bist. Und dann 28 Stunden wieder zurück. Ja. Ja, ist schon ein sehr weites Land. So. Ich finde so. Bist du viel gereist in deinem Leben? Die Frage ist, was ist viel, ne? Ja, was ist viel? Also ich habe schon viel gesehen. Ich war noch nicht auf allen Kontinenten, obwohl. Doch. Ich war bisher Europa, doch. Afrika. Doch. Europa, Afrika, Asien. Asien war ich noch nicht, nicht gerne mal. Was ist Südamerika? Ist Mexiko schon Südamerika? Oder ist es noch Norden? Ja. Ja, ich glaube, Mexiko ist Südamerika. Ja? Ich weiß nicht. Doch, ich denke. Ist jetzt noch zum oberen Teil? Ich habe keine Ahnung. Ist nee, aus Amerika? Hä? Zum unteren Teil gehört. Ist? Ja? Boah, Alter, voll ist genau. Der, ist doch der oberste Staat. Ja, ich dachte, vielleicht gehört es noch, ist es noch so weit oben? Nee, klar, ist bestimmt unten. Ja, okay, nee, dann war ich überall. Nee, aber sonst Asien? Ja, nee, klar, Australien war ich nicht.
sagt es ja gerade, ist jetzt zu weit. Nee, sonst krass doch, dann war ich eigentlich überall. Ja, weil ich bin halt ein armes Licht gegen dich, so da hast du ein bisschen Vorsprung. So. Wie gesagt, ich habe Europa, Afrika. Ne? Aber was ich gerne, wo ich gerne hin würde, wo ich noch nie wirklich war, ist Skandinavien zum Beispiel. Ich würde gern nach Kanada. Kanada? Nein, Kaiso, wo es kalt ist, da habe ich eher auch wenig von. Obwohl, ich habe auch schon, wenn es im Sommer ist, ja, wenn die Sommer. Kanada kann ich mir richtig gut vorstellen. Ich würde gerne mal nach Hongkong. Ich glaube, es ist jetzt nur Thailand. Ja, sonst. Bisher nur Thailand. So, wo warst du da? Dabei? Koh Samui. Koh Samui. Aber auch schon 3-4 Mal jetzt. Ich gehe da immerhin zum Sport machen. Was machst du da? Tauchen? Kannst du tauchen bestimmt geil auch. Kann man auch, aber keine Zeit und Muskelkater. Wieso, was machst du denn da? Muay Thai Camp mache ich da. Ah, Muay Thai Camp, ah ja, brutal. Zwei Wochen Muay Thai Camp morgens und abends. Wobei ich dann nur morgens Muay Thai mache und dann abends meistens CrossFit so. Also Gym-Kram so. Weil ich jetzt kein Fighter bin oder so, sondern das ist dann einfach nur zum Sport. Zusätzliches Training. Einfach Kombination, einfach ein anderes Training, andere Bewegungen und so. Und das macht voll Bock, weil du stehst halt morgens auf, weiß nicht was, spazierst am Strand, dann gehst du zur Morgenseinheit. Dann frisst du was, gehst zum Strand, Mittagsschlaf, pennst, bla, frisst noch mehr, dann 17 Uhr wieder Sport. Irgendwie der geilere Urlaub als nach Spanien zu fahren, wenn sich 14 Tage die Rübe nicht so auf. Ist auch. Also ich habe da, das, wo ich das erste Mal da war, da gemerkt, dass das wirklich Urlaub eigentlich ist. Weil du halt machst es und ich finde auch Urlaub, wo du nichts machst, ist auch geil, aber dann bist du halt so, also bis jetzt war das dann halt immer so, verleitet zum Saufen. Bisschen Mittag so und dann holst du dir ein Bier, gerade wenn du so ein All-Inclusive-Kram hast oder so. Ab 10 Uhr gibt es umsonst den Alkohol an der Bar. Genau. Und, so, und da, wenn ich dann 2 Wochen irgendwie in Thailand irgendwie so Sport gemacht habe, dann hast du erstmal geregelt, ist dein Ablauf, du bist früh pennen gegangen, weil du 2-mal am Tag Sport gemacht hast, du hast dann deinen Mittagsschlaf da gemacht. Und dann sonntags war dann immer Pause und dann hast du ja den Moped genommen und bist dann halt um die Insel rumgefahren. Bist rumgefahren, hast den Buddha angeguckt, die Wasserfälle, bist im Dschungel ein bisschen rumgegeiert. Und das war dann geil, so jeden Tag eine Massage irgendwie nach dem Sport. Das war das top, hört sich nach top, Wellness an. Top Urlaub war das auch. Hört sich echt nach Wellness an, ja, ist also so, ja. Top Urlaub so. Und du kommst halt wieder und bist halt einfach fit so. Also gerade wenn du irgendwie durch den Winter, also wir sind meistens im Februar hingegangen, dann irgendwie voll fressen über Weihnachten und sowas, alles Süßigkeiten, Dominosteine und keine Ahnung, was man sich alles eigentlich. Und dann war dann halt so Anfang Februar immer nach Thailand und dann kommst du wieder und dann bist du fit wie ein Turnschuh, Alter. Boah, das sieht geil aus. Ich glaube, ein bisschen zu viel Tomaten-Dings, aber... Das ist genau die Angabe, die da drauf stand. 400 Gramm und 400 Gramm. Reingemacht. 400 Gramm und 400. Ach so, ja, von der Flasche haben wir ein bisschen mehr reingemacht. Ja, egal. Voll egal. Wir haben ein bisschen mehr Soße. Voll. Ich liebe es. Ich brauche mal viel Soße. Aber es kommt mir gar nicht so viel, mehr zu viel Tomate vor. Das ist immer noch genügend Bolognese. Ja, ja. Also Hackfleisch. Was bist du, also, machst du, nimmst du mehr Soße oder weniger Soße bei deiner? Meine Frau liebt viel. Ja. Ich bin so, ich glaube, eher im normalen Bereich, so was Soßenmenge angeht. Ich brauche viel Soße. Viel Soße, ne? Ja, ja, viele haben das. Ich brauche viel Soße. So, dann könnte ich jetzt mal so langsam mit Salz und Pfeffer abschmecken, oder? Nee, noch nicht. Was noch für 5 Minuten? Ja, das geht auch vorher schon, oder? Da steht 15 Minuten. Ich habe auf die Uhr geguckt. Okay, also das war schon auf Fischen. Ja, ja, ich war. Da steht, umso länger es köchelt, umso besser. Ja, ja, ich will es ja nicht ausmachen oder so. Ich ja, dann lass es doch mal in Ruhe. Lass es doch mal. Ja, ist ein gut, Mensch. Nee, hier die Nudeln sind doch weg, hatte ich bestimmt nicht. Nee, immer noch nicht, leider. Doch, jetzt kocht's. Super. Die brauchen. Wie nehmen wir die? So fest oder so sapschig? 11 Minuten. Na, 11 Minuten? Ja, Ende. Oder? Also, wenn sie an der Wand kleben bleiben, sind sie gut. Ah, machst du den Test auch? Also gestern hatte ich die Spaghetti so
die ist noch auf dem Topf so kleben geblieben. Ding, und dann die Finger und überall diese richtig klebrigen Geißen gestern. Geil. Ich muss ja zugeben, ich zerbreche meine gerne. Echt? Ja. Nein. Geißen. So, wenn ich dann rechne, dann meistens schon in der Packung. Ja. Habe ich früher auch gemacht. Ich weiß nicht, warum ich es jetzt nicht mehr mache, tatsächlich. Ja, weil du wahrscheinlich auch ganz viele so eine YouTube-Videos gesehen hast oder so, wo sich Italiener drauf aufregen, darüber aufregen, dass man das macht. Nee. Tatsächlich gucke ich so nur behinderte Scheiße auf YouTube so, und in Dauerschleife. Ich guck gerne so Medical Detectives-Kram und so. Ja, aber ist doch geil. Ja, ist geil, aber... Das ist schon geil. Ja, in Dauerschleife halt nicht, frag meine Frau. Ich gucke mir keine Kochsendung auf YouTube. Nee. Aber es gibt ja so kleine Shortcuts irgendwie von irgendwelchen Leuten, wo man dann, weiß ich was, wir hätten, wenn wir die jetzt gebrochen hätten, dann würde es dann so eine, wie heißt es, Duets oder sowas geben, wo dann halt irgendwelche italienischen Köche dann so, oh mein Gott, was macht ihr? Blablabla. Oder dieser. Seid ihr verrückt oder was? Dieser Asian Dude, dieser wie heißt der? Haya, Onkel, wie heißt der, Onkel Chow oder sowas, der sich dann darüber aufregt die ganze Zeit, wie Leute asiatisches Essen machen. Der ist so lustig, Alter. Das ist ein richtiger lustiger Kerl, einfach so. Onkel Cheng, Onkel La, hier, Community, weiß doch Bescheid, wie heißt denn der? Onkel, fuck. Schreibt einer was? Gerade nicht. Also dazu. So, Onkel Cheng. Onkel Cheng, Onkel Chow, irgendwie heißt der. Onkel Roger. Onkel Roger, genau, siehst du? Danke, den meine ich. Der ist voll cool, Mann. Der beschimpft dann auch Leute, wenn die sich dann so irgendwas Asiatisches und dann sagen die so, ja, aber nicht scharf. Und dann sagt die so, wie nicht scharf? Was ist mit dir los? Was mit euch Bleichgesichtern los und so? Und dann stellt er die so krass bloß und dann stellt er denen trotzdem was Scharfes hin. So, dann essen die das und so. Und er so, ja, jetzt hast du mal ein bisschen Eier und so, jetzt isst du mal was Scharfes. Und der ist so lustig, Mann. Gut, auf Deutsch auch, ne? Oder? Nee. Ich weiß gar nicht, ist der Ami oder Engländer? Weiß ich gar nicht. Frag mal den Chat, was ist Onkel Roger? Ist der Ami oder ist der Engländer oder Australier oder. Kommt bestimmt gleich. Der hat richtig viel. Das sind dann halt Leute, so, die dann sagen so, ja, ich mach heute Fried Rice mit bla bla bla. Und dann guckt er sich an und sagt so, aha. Und wenn die das dann schon in so einem normalen Topf machen, dann sagt er so, mach das in einem normalen Topf. Wok, genau. Dann sagt er schon so, guter Wok, alles klar. Und er spielt es aber auch nur. Der redet eigentlich ganz normal, aber in diesen Shortcuts und so redet er halt wie so ein Asiate, der halt kaum Englisch kann. Das macht es noch ein bisschen lustiger so eigentlich. Also der ist Onkel Roger ist eigentlich eine Figur. Ist voll geil. Ja, Entertainment halt, ne? Ja, voll. So, halbe Minute noch. Dann kannst du Salz und Pfeffer und abschmecken und so. Die sieht gut aus. Die sieht richtig gut aus. Dann machst du auch noch mit Stoffbrühe, ja? Mach ich auch. Ja, für die Spaghetti jetzt. Spaghetti, ey. Für die Aldente. Aber hast du kein so ein Nudelding? So eine Nudelkelle? Doch, hab ich, aber nein. Hast du, weil die muss ich nochmal abwaschen irgendwann. Kein Salz in der Waschmaschine gehabt. Doch, haben wir. Ich hab's auch aufgefüllt, aber irgendwie kriegt das immer noch nicht geschissen. Und links hab ich mit dem links Spüli eingemacht. Ja, der macht jeder Spüli. Ja, aber nee, das wird noch so ein extra Fach bei dem Spüli. Hier, das hier. Ja. Flaschspüler, Salz, alles. Das sieht voll danach aus eigentlich. Ja, ich hab's sogar erst auf. Ist nicht lange her, dass wir so auf. Wir wundern uns. Ist nicht lange her, 3 Monate. Nee, 2 Wochen oder so. Oh, krass. Weil jetzt ist es besser geworden, aber ja. es ist immer noch irgendwie so ein Rest da. Onkel Roger, genau. Der ist geil. Der ist echt cool. Da gibt es viele geile so Kochsachen eigentlich. Ich kann das aber auch nicht gucken, weil ich krieg dann immer so mies Kohldampf, ja. Ich krieg so einen Hunger, wenn ich das sehe. Ich hasse den aus. Guckst du den Charo? Hast du den Charo 45? Charo 45 oder so, wie er heißt? Der kocht auch Beast Kitchen, oder? Heißt das dann, ne? Beast Kitchen. Der kocht auch mit der ganzen Ghetto-Prominenz, also mit allen Rappern und so.
Ich glaube aber auch mit anderen Gästen, ne? Also nicht nur. Felix Dobrecht war da. Nee, kenn ich nicht. Kennst du nicht? Nee. Oh, kräftiger. Ah, so ein Glatzkopf? Glatzkopf. Ah, okay, doch, den habe ich schon mal gesehen bei. War der nicht mit so einem, auch mit so einem Nazi irgendwie fressen? Ja, der hat auch Angst, das war ja. Das habe ich gesehen. Und die waren die nicht sogar Döner essen, Alter? Das ich weiß, gut. Ich weiß das nicht. Das ist gut in der Sonderlehre. Nee, das habe ich nur kurz gesehen. Ich weiß gar nicht, worum es da ging. Der hat den dann, glaube ich, gefragt, oder der Kameramann hat dann gefragt, ja, meine Frau ist blau und der Nazi meinte so, ja, dann würde ich vorschlagen, du gehst auch. Ich dachte so, okay, alles klar. Ja, merkwürdig. Ja, man sollte sich nicht alle Gäste oder alle möglichen Gäste vor die Kamera holen. Ne? So ein bisschen. Ach, ich finde das okay. So, wenn man ja, ein bisschen, wenn man sich ein paar Leute holt, die auch ein bisschen anecken, weißt du, von denen, dass man auch so direkt ein bisschen Input von denen bekommt. So. Ich finde das jetzt nicht. Ich finde es nicht richtig und ich finde es nicht falsch. Ich finde es eher interessant. Ich habe es mir jetzt nicht angeguckt, weil ich dann so bestimmte Aussagen, die ich dann mitbekommen habe, schon so voll, ja, okay, ist halt eine Flachzange irgendwie. Also von den Aussagen her, der ist vielleicht ein intelligenter Mensch oder so, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht so, aber das hat mir jetzt nichts gebracht so. Weißt du, wenn da jemand sitzt, der dann wirklich argumentiert irgendwie gut, jetzt abgesehen jetzt von Nazi-Bla, sondern auch andere Sachen einfach. Seinen schrägen Standpunkt vertritt und das gut argumentieren kann. Ja, genau, so einfach eine interessante Sichtweise, eine andere Sichtweise einfach auf das, wie ich für meinen Teil festgefahren bin manchmal. Ja, das kennt selbst jeder wenn, von sich. Selbst wenn Leute mir versuchen zu erzählen, so dass die Erde eine Scheibe ist. Ja, okay, wenn du das denkst, so, schön, so, erzähl mal, so, weißt du? Macht ja letztendlich auch keinen Unterschied, ob sie rund ist, eckig oder eine Scheibe. So, aber ich höre es mir gerne an, so. Ich habe dann trotzdem meine Meinung, ich sage dann trotzdem noch, die Erde ist rund, so. Also für mich, für meinen Teil, ich habe auch letztens irgendwo was gesehen, da war dann eine Frau, die kriegt auch, die wird dann auch als so ein Aluhut abgestempelt, weil die dann mal die Weltkarte, also den Globus an sich, die Weltkarte, so gezeichnet hat, wie es eigentlich wirklich ist. Also von den Flächen her. Und dass halt Amerika und so eigentlich alles voll klein ist und dass der obere Teil voll groß dargestellt wird und der untere Teil, der eigentlich voll groß ist, wie Afrika zum Beispiel, so dass es so voll klein gemacht ist und dann hat die das aber so gemalt, wie das Verhältnis denn wirklich wäre. Ja. Ich bin jetzt so Kinder. Europa ist ziemlich winzig. Ne? Ja, genau, Europa ist ziemlich winzig, Nordamerika ist ziemlich winzig im Gegensatz zu Südamerika und so. Das war dann schon interessant dann mal zu sehen einfach so. Einfach eine andere Sichtweise auf die Dinger so. Das war, fand ich schon cool. Und Chat flippt raus, wa? Also, was redet der da? Wir haben da eine sehr offene Community. Ja, würde ich auch so sehen. So, ihr Lieben, ich hoffe, dir auch. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt, habt das Rezept mitgekriegt. Wir haben es laut vorgelesen, das war zwar nicht alles. Ihr werdet es auf jeden Fall bei YouTube bekommen. Wir sehen uns gleich. Bis dann. Tai, Tai, Tai. Tai, Tai, Tai. Guten Appetit, Alter.